Ja, sehr geehrte Damen und Herren, schließe ich den Dank an, dass Sie der Einladung an diesem immer heißen Sommerabend gefolgt sind. Da geht auch nicht, dass das für mich auch ein ganz besonderer Abend ist, wie der ganze Tag ein besonderer war. Ich habe fast auf den Tag genau vor 24 Jahren, im Spätsommer 1989, um Politik zu machen. 23 Jahre davon hier im Lande Brandenburg. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe Politik immer mit Lust und viel Leidenschaft gemacht. Manchmal höre ich dann sogar zu viel Leidenschaft, nicht immer zuträglich. Ich bin dankbar für diese kleinen, fast zweieinhalb Jahrzehnte. Ich bin dankbar, dass ich nicht tun durfte. Ich bin dankbar, dass ich in 5 Landesregierungen Brandenburgs mitarbeiten durfte. In 2 als Umweltminister, einen durfte ich dann vorstehen. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich mit so außergewöhnlichen Menschen wie André Stolpe, aber auch Johannes Rau oder Franz Müntefering Wegstrecken gemeinsam gehen konnte. Das ist etwas, was nicht jedem vergönnt ist. Im Leben und für mich war das eine wunderschöne Erfahrung, auch eine bereichernde Erfahrung und eine, von der ich noch lange zehren werde. Und wer in die 90er Jahre mal zurückgeht, keine Angst, ich ist nicht vom Weg, aber wer in die 90er Jahre noch mal zurückgeht, der weiß, dass manches damals nicht gedacht werden konnte, uns nicht in die Wiege gelegt war. Wir waren ein sehr strukturschwaches Land. Wir hießen nicht umsonst lange Zeit Häusern des Heiligen Römischen Reiches. Das hat eine Botschaft in sich. Und inzwischen haben wir es alle gemeinsam, und das ist wirklich ein Gemeinschaftswerk von vielen Unverzagten, so wie Brandenburgerinnen und Brandenburger sind, geschafft, ein sehr gutes Fundament zu legen. Und wer uns 1990 vorhergesagt hätte, dass wir im Konzert der Bundesländer mal zu denen gehören werden, die dreimal hintereinander als modernstes Energieland ausgezeichnet werden, oder dreimal Dynamiksieger bei einer wirtschaftlichen Entwicklung werden, oder gar, und das hat heute schon gar keiner gedacht, zu den ersten Bundesländern gehören, für die die Schuldenbremse nicht nur ein Wort ist, sondern schon seit Jahren ohne neue Schulden auskommt in ihrem Haushalt, der hätte das wahrscheinlich in das Reich der Fantasie verbannt. Heute ist es gelebte Realität in unserem Lande. Und wenn man für Stolpe hilft, wir hatten immer von Anfang an ein Ziel, wir wollten es beide noch erleben, dass die Arbeitslosigkeit im Land einstellig wird. Das war zu Zeiten, wo sie bei 25% lag, auch ein hehrer Wunsch. Auch das ist inzwischen erreicht und sie liegt stabil mittlerweile unter dem zweistelligen Bereich. Wenn ich vorhin gesagt habe, Lust und Leidenschaft, ich habe, und das ist wahrscheinlich genetisch bedingt, Politik auch immer als Politik mit dem Gesicht zu den Menschen verstanden. Ich bin gerne unter Menschen, ich bin gerne draußen. Ich habe immer mehr darauf gelegt, dass mein Auto als Büro ausgebaut wird, damit ich viel unterwegs sein kann. Die technischen Möglichkeiten geben das ja, heute her. Auf der anderen Seite, das mag ein Wegfehler sein, wenn man Politik machen will. Ich habe es nie vermocht, dass mir sowas wie eine dicke Haut wuchs, sondern mir ist Politik und das, was ich dort erlebt habe, was ich aus den Gesprächen mit Menschen erlebt habe, aus den Lagen heraus, immer auch unter die Haut gegangen. Und ich habe auch das Gefühl, das wird sich nicht mehr ändern. Ich muss allerdings dann konstatieren, gerade weil es so ist, wie ich es Ihnen beschrieben habe, 2,5 Jahrzehnte haben dann Wirkung. Wenn der Motor mal auf Hochtouren läuft, dann macht sich manches bemerkbar, und 2,5 Jahrzehnte, 7-Tage-Woche, das würde ich an der Stelle auch mal sagen. Da bedanke ich mich ganz ausdrücklich bei meiner Familie, bei meiner Frau, meinen Kindern und guten Freunden, die das seit 1989 ausgehalten haben. Denn das muss man auch aushalten können und wollen. Und ich habe da nie in irgendwelchen Erklärungsmöglichkeiten mich bewegt, sondern sie kannten mich, sie kennen mich und sie wussten, es ist so. Und ich habe Politik und Privates nie getrennt, sondern das komplett, weil mein Amtsverständnis
durch Großväter geprägt, ist so, dass ein solches hohes Amt, egal ob als Minister oder als Ministerpräsident, ganz eindeutig die Anstellung aller anderen Dinge verlangt. Wer sowas nicht machen will, sollte es nicht antreten. Und das habe ich auch getan. Aber, meine Damen und Herren, mein Amtsverständnis und auch mein Verständnis von Pflicht und Verantwortung erfordert noch was Zweites. Nämlich, dass man sich ehrlich und nüchtern immer befragt, ob man die eigenen Potenziale auch hinreichend sind, ausreichend sind, um die Anforderungen, die ein solches Amt mit sich bringt, immer tagtäglich zu erfüllen. Und da muss ich nach dem, was mir da vor 6 Wochen passiert ist, heute sagen, ich kann das auch mal verkürzen, einer der Ärzte hat das auf die Formel gebracht, tatsächlich 40, 50 Stunden kannst du gut und gerne arbeiten und das auch noch 10 Jahre, weil ich wollte immer bis zum 70. Lebensjahr arbeiten und werde das auch tun, aber 80 Stunden vergiss es. Und das muss ich einfach realisieren und umsetzen. Und da sage ich mal ganz klar, das Amt eines Ministerpräsidenten ist in 40 oder 50 Stunden nicht zu absolvieren. Das geht schlicht nicht. Es gibt aber einen zweiten Punkt, der mich in den Debatten, und Sie können sich in etwa vorstellen, wir leben ja alle auf dieser Welt, was in den letzten Wochen auch in Diskussionen mit Kindern, Ehefrau und anderen abgelaufen ist. Kindern kann man auch nicht mehr erzählen, die tun sie wieder, die sind inzwischen alle schon erwachsen, teilweise selber Arztvollberufen, da kriegt man dann auch klare Meinung. Und vor diesem Hintergrund habe ich aber zweitens immer auch daran gedacht, dass man selber auch nicht vergessen soll, auch wenn man so viele Jahrzehnte jetzt schon dabei ist. Demokratie hat immer was mit Machtverleihung auf Zeit zu tun. Das hat die Endlichkeit in sich und das ist das Gute an der Demokratie. Und man soll auch nicht anfangen, nicht bei dem Ansatz, wenn es irgendwie geht, irgendwelche Unersetzlichkeitsgedanken zu hegen. Da ist immer schon ein Fehler mit drin. Und deshalb habe ich mich entschlossen, am 28. August meinen Rücktritt dem Landtagspräsidenten zu erklären. Das ist die nächste reguläre Landtagssitzung. Und habe mir gewünscht und vorgeschlagen und bin sehr froh, dass der Landesvorstand der Sozialdemokratischen Partei Brandenburg einstimmig diesem Volk des Dietmar Woidke und mein Ministerpräsident des Landes Brandenburg. Ich habe Dietmar Woidke vorgeschlagen, weil nicht nur, weil wir uns seit 2 Jahrzehnten kennen und zusammenarbeiten, sondern das verhehle ich auch nicht, weil er ein Typ ist, wie mir ich glaube, dass Politiker sein sollten. Er denkt erst und redet dann. Er steht mit beiden Füßen fest auf dem märkischen Boden. Ihm muss man Menschennähe nicht erklären. Er ist ein Mensch, der die Nähe sucht. Er hat sich hohe Kompetenzen, übrigens, man soll nie verkennen, auch Politik muss gelernt werden. Auch Politik ist ein Handwerk. Und das hat man nicht einfach im Blut und kann es dann, sondern ich bin sehr froh, dass Dr. Woidke gelernt hat im Landkreis, im Landtag. Wir waren teilweise auch erbitterte Streitlinge, dass er Ausschussvorsitzender war, aber nicht Minister. Dass er danach Minister für Landwirtschaft, Minister für Umwelt, Minister für Inneres gewesen ist, für kommunale Angelegenheiten und Fraktionsvorsitzender, das ganze Spektrum des politischen Handwerks gelernt hat. Und ich habe ihn auch als jemand kennengelernt, der immer einen guten Überblick hat. Und ich glaube, das hängt nicht nur mit der Körpergröße von 1,96 zusammen, sondern auch mit seiner Wesensart. Also von daher habe ich nach diesen vielen Jahren ein gutes Gefühl. Ich habe heute der Fraktion gesagt, es gibt inzwischen eine Tradition in Brandenburg. Die haben, wenn man von sowas schon nach 2 Ereignissen sprechen kann, Manfred Stolpe und ich, gegründet. Das heißt, wer hier Ministerpräsident wird, muss 11,5 Jahre Ministerpräsident bleiben. Das passt gut, weil in 11,5 Jahren wäre die nächste Landtagswahl 2024. Und bis dahin müsste die Frau Woidke dann, wenn er diese Tradition fortsetzen will, auch Ministerpräsident bleiben. Ich möchte mich am Schluss, und das ist für mich auch gut, bei allen bedanken, die Weggefährten gewesen sind, unzählige. Ich
habe den Weg, die Wege ausgesprochen genossen, sonst hätte ich es noch nicht so lange gemacht. Und jetzt sind halt andere Bedingungen, jetzt ist eine andere Notwendigkeit da und wir müssen mal schlicht und ergreifend Rechnung tragen, da sollten wir auch nicht so viel Sinn machen. Und deshalb habe ich immer mal Geld zu tun. Dankeschön.